Willkommen zu einem neuen Video und heute frage ich dich einmal, was macht das Wort Schule mit dir? Verbindest du damit positive Dinge oder ist es bei dir ähnlich wie bei mir, dass es so ein bisschen Unbehagen auslöst? Heute geht es um ein sehr spannendes Thema und ich denke auch für einige von euch wahrscheinlich auch ein sehr emotionales Thema, denn in meinen Kommentaren wurde nämlich geschrieben, hi, könntest du mal auf das Schule versus Depression Video von Brust raus reagieren? Würde gern deine Meinung dazu hören. Und Brust raus selbst hat darauf geantwortet, wir wären auch neugierig. Erstmal ganz viel Props an den Kanal Brust raus. Ich finde die Videos super toll recherchiert. Ich finde, es macht ihr ganz toll. Deswegen schauen wir uns heute gemeinsam das Video an. Depression und Leistungsdruck, wenn Schule krank macht. Ich bin gerade auch an einigen Themen dran. Da ich aber gerade beruflich sehr viel am Reisen bin, wird es dann demnächst wieder recherchierte Videos von mir geben. Deswegen wundert euch nicht, da kommt wieder was. Nur wenn ich geschäftlich viel unterwegs bin, ist es immer ein bisschen schwierig, da ich ja noch zwei weitere YouTube-Kanäle habe und viele andere Plattformen, die ich bedienen muss. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt das Video an. Ich erzähle euch in dem Video auch ein bisschen über meine Schulzeit. Ich habe da auch meine Up and Downs und bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare, weil es gibt so viele Dinge, für die ich keine Antwort habe. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen, über ein Abo auch. Folgt mir doch gerne auf Jasmin Gnu auf Instagram. Originalvideo unten in der Beschreibung. Gehen wir mal rein. Habt ihr eigentlich schon wieder die Klausur zurückbekommen? Ja. Und? Was hast du? Eine 4. Schon wieder? Ja, da bin ich so froh, da waren meine Eltern, haben mir da echt keinen Druck gemacht, zum Glück. Aber ich habe das auch schon bei Schülern mitbekommen, wo es daheim dann echt gescheppert hat. Und was hat dein Freund Philipp? Eine 2. Ach, und wieso hast du keine 2? Ja, so wird das nichts. Wird ja wohl machbar gewesen sein, wenn Philipp eine 2 hat. Ja, war für mich auch immer voll schwierig, weil ich hatte halt immer schon eine Rechtschreibschwäche, eine extreme, es heißt Diktate, vergiss es. Wenn die Fehler nicht mitgerechnet worden sind, war ich kreativ echt gut. Aber Diktate, und sobald auf die Fehler geachtet worden ist oder irgendwie vorlesen, boah, schwierig. Was soll nur aus dir werden, Kind? Du solltest wirklich mehr lernen. Ja. Es ist einfach zu krass, dass wir in einem Video, wo es um Schule gehen wird, direkt mit einer Triggerwarnung starten müssen, in der Worte wie Depression oder Suizid stehen. Und ganz ehrlich, ich könnte auch wieder wie gewohnt mit einem Witz starten. Das Ding ist nur, zu oft wird das Thema psychische Gesundheit in Bezug auf Schule belächelt. Ich bin auch echt gespannt, wie es euch geht. Könnt ihr auch mir gerne in den Kommentaren schreiben, oder ergangen ist. Auch gerade Lehrern, Schülern, Eltern in der Corona-Zeit. Das war ja unfassbar wild. Also ich glaube, das können wir uns gar nicht nachvollziehen, wie das für euch war. Schreibt es mir gern mal. Man sagt ja auch, dass die Leute jetzt quasi 1-2 Jahre absolut verloren haben. Also bin gespannt auf eure Erfahrung. Und das darf nicht sein. Vor allem, weil das kein Thema ist, was erst vor kurzem aufgekommen ist. Es gibt schon seit Jahren Warnsignale. Depression unter Schulkindern nimmt in Deutschland zu. Du bekommst plötzlich Bauchweh, Bauchkrämpfe und hast einfach keine Lust hinzugehen und willst da nicht hingehen, weil du weißt, wenn du da hingehst, dann wird es ganz schlimm. Ja, Gott, das hatte eine Kollegin von mir. Die hatte so Stress von zu Hause bekommen, dass vor jeder Klausur dachte ich, die überlebt es nicht. Die hat so Bauchschmerzen gehabt. Ich hatte das tatsächlich auch in der Wirtschaftsschule. Ich habe zuerst die Hauptschule gemacht, bin dann auf die Wirtschaftsschule für einen Realabschluss. Ich hatte so eine manipulative, schreckliche Freundin damals. Das habe ich, also wirklich Wahnsinn, wie in einem schlechten Film. Also nur um mal zu verdeutlichen, was für ein Mensch es war. Ach, mir ist so langweilig. Komm, wir gucken, dass die beiden sich verstreiten. Und hat dann versucht, irgendwie Chat-Fake-Accounts sich zu erstellen und zu gucken, dass die Leute, also ganz, ganz wirr und ganz verrückt. Und wegen der hatte ich so Bauchschmerzen, in die Schule zu gehen, weil ich wusste, egal was ich mache, die wird mich psychisch fertig machen, wenn es ihr nicht passt. Oh mein Gott, war das eine schlimme Zeit. Und da haben wir dann auch von der Schule einen Brief bekommen, dass ich die Schule nicht schaffe, wenn ich nicht komme. Ich habe mich mit meiner Mutter so gestritten, weil ich nicht aus dem Bett wollte. Ich wollte nicht aus dem Bett, ich wollte in die Schule. Dass anscheinend die Schüler schon alle gelacht haben, wenn sie gehört haben, ich komme schon wieder nicht. Also wirklich eine Zeit, wenn ich jetzt zurückdenke, da kenne ich mich gar nicht mehr selbst. Das ist echt Wahnsinn, was das mit einem machen kann. Das war eine Horrorzeit. Das Gleiche ist mir dann, danach bin ich auf die Fachhochschulreife, da war alles super. Bis im letzten dritten Jahr, da gab es dann einen Kollegen, für den habe ich mich immer eingesetzt, weil der halt immer sehr oft geärgert worden ist. Habe gesagt, komm, hock dich neben mich. Und der war dann scheinbar sehr sauer, weil als ich seine Gefühle nicht erwidert habe und hat mich dann in der kompletten Klasse ganz, ganz schlimm schlecht geredet. Und da wurde mir auch bewusst, dass ich gar keine Freunde hatte, weil die haben ihm alle geglaubt. Der hat sich dann auch Jahre später bei mir noch mit dem ganz langen Text mal dafür entschuldigt. Ich habe ihn dann verziehen. Aber das war ganz, ganz schlimm auch für mich, als ich in die Klasse gekommen bin, gemerkt habe, auf einmal hassen dich alle. Und du weißt nicht, warum. Das war so verrückt. Also ich verstehe das Gefühl, mit Bauchschmerzen in die Schule zu gehen. Ganz, ganz schlimm. Die Kinder leiden an Ängsten, Depressionen, Panikattacken. Also das war vor allen Dingen von den Lehrern, dass sie immer gesagt haben,
Wenn du keine guten Noten hast, ja, dann schaffst du es halt nirgends sowas im Leben jemals zu erreichen. Mein Lehrer aus der Wirtschaftsschule, der hat auch damals zu mir gesagt, weil ich habe eine Hausaufgabe nicht verstanden und habe gesagt, ich verstehe die Aufgabe nicht. Der ist immer extra durch, bei jedem Einzelnen drüber geguckt, ob jeder seine Hausaufgaben macht. Der hat mich vor der ganzen Klasse angeschrien und gesagt, du bist doch so beschränkt. Und er wusste, dass ich eben studieren möchte, um quasi mal als Game Designerin arbeiten zu können. Der hat gesagt, du bist ja so beschränkt, du solltest am besten eine Ausbildung machen, du schaffst es ja eh nicht. Ich so, oh mein Gott, also wie böse will man sein? Immer mehr Jugendliche verletzen sich selbst. Burnout im Kinderzimmer. Die Hilferufe von SchülerInnen werden auch auf TikTok immer lauter. Das merkt man vor allem dann verstärkt, wenn die Ferien rum sind. Dann sieht man viele TikToks wie diese hier. Dein Leben sieht ab heute wieder so aus. Wenn morgen die Schule anfängt, fangen auch wieder Depressionen und der übertriebene Stress an. Oh Mann. Und das Traurige daran ist, ich fühl's. Ich kann mich noch sehr gut daran zurückerinnern, wie vor allem vor Prüfungen oder Referaten meine Psyche schon Tage vorher gelitten hat. Oder wenn Fächer wie Mathe oder Physik anstanden und man nur gebetet hat, einfach bitte nicht drangenommen zu werden. Wir wollen heute im Video darüber sprechen, woher dieser Leistungsdruck kommt. Schüler fühlen sich vor allem durch Leistungsdruck gestresst. Was die Schule mit unserer Psyche machen kann und worauf sie uns eigentlich im Leben vorbereitet. Ich habe mal überlegt, dass so Zeiten zu meiner Mutter die Schüler noch geschlagen worden sind von den Lehrern. Was muss sich am Schulsystem ändern und wieso dürfen Begriffe wie Bulimie lernen nicht zur Normalität werden. Dafür haben wir auch mit Comedienne Maria Siffi gesprochen. Sie ist 18 Jahre alt und erst seit kurzem raus aus der Schule. Bei mir ist das nämlich schon ein bisschen länger her. Und bei mir auch, zum Glück. Und durch ihre eigenen Erfahrungen und durch ihren Content auf TikTok und Insta ist sie auch sehr nah an dem Thema dran, dass sie uns einige Fragen beantworten konnte. Ich kann Sachen auf Spanisch machen, ich kann wirklich krasse Formeln in Mathe, aber ich habe wirklich keinen Plan. Als ich dann aus der Schule raus war, musste ich anfangen, so Sachen alleine zu machen. Das ist auch ein interessanter Punkt, das wird vielleicht im Video auch nochmal angesprochen. Ich habe auch in meinem Bekanntenkreis zwei Lehrer und ich habe dann gefragt, weil ich halt irgendwann zu denen gesagt habe, ja, kann man denn nicht irgendwie, wieso musste ich Parabel lernen? Ich habe das nie wieder gebraucht. Wieso musste ich Wahrscheinlichkeitsrechnung der Fachhochschulreife lernen? Ich habe das doch gar nicht mehr gebraucht. Natürlich muss man lesen, schreiben, rechnen, lernen. Das sind Basics, die brauchst du. Aber ich habe dann die Frage gestellt, kann man das nicht so machen, dass man viel mehr Auswahl an Fächern hat und viel mehr das machen kann, wo man stark drin ist, als sich für mich, Logik, vergiss es, dann in Mathe so abzuackern und so viel Nachhilfeunterricht zu nehmen, den sich viele gar nicht leisten können, um da überhaupt eine gute Note drin zu schreiben. Und ab wann ist der Punkt gegeben, wo man sagt, das soll man in der Schule lernen, zum Beispiel Steuererklärung, hätte ich geil gefunden. Und ab wann ist es einfach Erziehung der Eltern? Also ab wann sagt man, das können wir in der Schule noch lehren, aber ab hier ist der Punkt, und das haben die auch zu Recht gesagt, wir sind ja nicht deren Eltern. Also die Erziehung und Dinge, wie man beibringt, wie man eine Waschmaschine bedient, sollten die Eltern machen. Das ist halt die Frage, wenn es die Eltern nicht machen. Ich glaube, ihr versteht, auf welchen Punkt ich hinaus will. Das fände ich mal sehr interessant, wenn ich euch frage, was würdet ihr gerne in der Schule zusätzlich lernen wollen oder was eure Kinder lernen sollten und was würdet ihr rausnehmen und wo sagt ihr, hier ziehen wir die Grenze, das ist Aufgabe der Eltern. Eigentlich wünschen wir uns doch alle, dass wir uns so freuen würden wie Harry Styles, wenn wir an die Schule denken oder unsere Lehrerin sehen. My first ever school teacher is here tonight. Aww. I'm gonna try and find her. There she is. You were truly wonderful teachers and I thank you from the bottom. Oh, so süß, dass sie da hingeht, süß. Oder so, wie Adele reagiert hat, als ihre Englischlehrerin im Publikum saß und sie davon erst gar nichts wusste. Oh, so süß. Ich hatte auch in der Hauptschule so zwei süße Lehrer. Eigentlich muss man echt nochmal nach ein paar Jahren zurückkommen und die besuchen. Das ist eigentlich so schade, dass man es nicht macht, weil ganz ehrlich, wie viel Zeit man mit denen verbringt und wie lieb die waren, wie viel Geduld die hatten. Es gibt so tolle Lehrer. Also man darf auch nicht immer Lehrer irgendwie alle verfluchen und vor allem muss man auch verstehen, dass gewisse Lehrer schon echt einiges durchhaben und deswegen eine kürzere Zündschnur haben. Aber da gab es echt ganz, ganz tolle Lehrer meiner Laufbahn als Schülerin. Auch in der Fachhochschulreife. Aber so läuft das leider nicht immer ab. Dass das Schulsystem ziemlich leistungsorientiert ist, sieht man. Stress schon in der Grundschule. Ein Drittel der Zweit- und Drittklässler nennt die Schule als Stressfaktor. Du, ich fand es damals auch nicht geil, dass ich dann in der zweiten Klasse erfahren habe, du musst einmal sitzen bleiben. Weil ich bin mit frisch 6 Jahren in die erste gekommen. Und ich saß in der Schule und ich wusste nicht, was ich hier mache. Ich wusste nicht mal, dass man Blätter irgendwo einordnen muss. Es war irgendwie so Kindergarten, jetzt gehst du in die Schule. Ich so, was mache ich hier eigentlich? Und dann, als ich halt gehört habe, ich komme in die Hauptschule. Das ist total dumm aus heutiger Sicht, weil
das gar nichts zu bedeuten hat, aber ich hab immer so das Gefühl gehabt, dass wenn ich Leuten sage, ich bin auf die Hauptschule gegangen, auch heute noch die Reaktion kriege, oh, was? Aber ich hatte halt eine extreme Rechtschreibschwäche, ich hätte es auf der Realschule einfach nicht überlebt. Ich habe halt einfach ein bisschen länger gebraucht, so als andere. Ist ja auch nicht schlimm. Man alleine daran schauen, dass man benotet wird. Dein Können wird anhand von Klausuren geprüft, dann gibt es einen Klassendurchschnitt, alle schreiben dasselbe Abitur und der NC soll dann über die eigene Zukunft entscheiden. Oh Gott, NC, Leute. Ich habe mir in der Fachhochschulreife so meinen Po aufgerissen und habe einen Notendurchschnitt von 1,4 geschafft. Aber auf die Schule oder auf die Uni, auf die ich gehen wollte, brauchte man einen Schnitt von 1,0. Ich verstehe ja, dass man quasi die Noten auf jeden Fall richtig anziehen muss, wenn es zu viele Bewerbungen gibt. Ich habe dann halt noch ein halbes Jahr Praktikum machen wollen, um meinen Numerus Clausus auf 0,3 zu verbessern. Hätte ich eine 1,1 gehabt, immer noch nicht 1,0. Und da habe ich zwei Praktikas angefangen. Das habe ich euch ja schon mal erzählt, dass dann bei dem einen Unternehmen der eine Chef mich belästigt hat, ich gehen musste und der andere nach 5 Tagen schon so hart angefangen hat, dass ich sofort abgehauen bin, weil ich wusste, mir glaubt eh wieder keiner. Und dann habe ich gesagt, komm, kack auf diese Schule, habe mir eine andere Uni gewählt und es war auch vollkommen okay. Und deswegen kann ich auch sagen, auch wenn sich für euch eine Tür schließt, die andere kann viel cooler sein. Dann lernst du noch zu Hause weiter, machst deine Hausaufgaben, musst hier und dort noch Nachhilfeunterricht nehmen. Ja, und vor allem Nachhilfeunterricht kann sich halt auch nicht jeder leisten. Ich musste so viel Mathe-Nachhilfeunterricht machen, weil ich da einfach auch durch die Hauptschule so einen Rückstand hatte. Das können sich halt manche nicht leisten. Und was machst du dann? Und wenn du niemand hast, der es dir beibringt? Und weil du theoretisch ja auch noch Spaß in deiner Freizeit haben willst, bist du dann auch noch in einem Verein. Aber musst für morgen auch noch ein Referat vorbereiten. Ach, und übermorgen steht ja auch noch die Mathe-Klausur an, wegen der du schon seit Wochen Bauchschmerzen hast. War das eine schöne Zeit. Weil sobald die Buchstaben bei Mathe dazugekommen sind, alles ungefähr so klang. Deine Mathe-Kenntnisse? Addition, Subtraktion. Dann folgt Frustration und am Ende Kapitulation. Und Frustration ist ein gutes Stichwort. Denn dieser Druck, jetzt funktionieren zu müssen, jeden Tag Bestleistung zu zeigen, damit du dir deine Zukunft bitte, bitte, bitte nicht verbaust, weil... Was soll denn sonst aus dir werden, Kind? Das ist echt viel für die Psyche. Immer bewertet und gleichzeitig nie gehört zu werden. Laut Studien und Umfragen soll jeder Dritte, teilweise fast jeder Zweite in der Schule unter Stress leiden. Bei mir war es halt tatsächlich wirklich so, dass der Stress immer von meinen Mitschülern oder so oder von anderen Menschen dann abhängig war, die mich irgendwie fertig gemacht haben. Zum Glück weniger durch meine Familie. Also ich hatte zum Glück nicht den familiären Stress, weil die waren sehr, sehr tolerant und lieb. Aber ich glaube, ich habe durch eine Freundin mitbekommen, wie schlimm es ist, wenn du dann auch noch von den Eltern Druck bekommst. Denn auch neben der Schule gibt es in dem Alter sehr oft noch andere Faktoren, die sich auf die Psyche auswirken können. Die Pubertät, eine Scheidung der Eltern, der Tod der Großeltern, der erste Liebeskummer. Oh Gott, der erste Liebeskummer. Oh mein Gott, Leute, damals in der Fachhochschulreife, als ich ganz vorne in der ersten Reihe saß und mit am Fenster und durchs Fenster auf den Pausenhof blicken konnte und mein damaliger Freund mich mit einer anderen betrogen hat und die dann vor der Fensterscheibe miteinander so hart geflirtet haben und er mich einen Tag davor verlassen hat. Es war so eine Vorführung und selbst meine Lehrerin guckt so raus, war so verwirrt, dachte so, warst du nicht mit dem zusammen? Das war übel. Deswegen kommt mit niemand aus der gleichen Schule zusammen, versucht es zumindest. Oder wenn, dann nicht aus der Parallelklasse. Oder ein Streit. Ah, ich hab's überlebt. Mit der besten Freundin. Aber. Oh Gott, ja, Streit. Ja, wie ich damals in der Wirtschaftsschule mit dieser einen Verrückten. Boah, war das schlimm. Aber auch LehrerInnen droht immer mehr ein Burnout. Die Gründe hierfür sind unterschiedlich. Ein paar davon haben wir mal eben eingeblendet. Droht immer mehr Lehrern ein Burnout. Lehrkräfte gelten als besonders anfällig für Burnout, Depressionen und andere psychische Erkrankungen. Laut Gutachten des Aktionsrats Bildung sollen 30% der Beschäftigten im Bildungswesen unter psychischen Problemen leiden. Ein Viertel gilt als Risikogruppe. Nach Angaben der AOK hat sich die Krankheitslast aufgrund von Burnout-Diagnosen in den letzten 10 Jahren mehr als vervierfacht. Seit Jahren nimmt bei Lehrern die Arbeitsbelastung kontinuierlich zu, ja, weil die nämlich auch total unterbesetzt sind. Lehrermangel. Die Aufgaben von Lehrern werden immer komplexer. Lehrer sind schon lange nicht mehr nur reine Wissenschaftsvermittler, sondern gleichzeitig Lerncoach, Psychologe und Sozialarbeiter. Genau. Es ist halt genau das, was ich von den anderen beiden Lehrern, mit denen ich gesprochen habe, gehört habe. Sie haben halt gesagt, wir sind teilweise schon auch noch Erzieher. Also die Arbeit, die krasse, schwere Arbeit, die Erzieher machen, dass sie quasi schon Kinder erziehen, machen Lehrer dann auch weiter. Und sie haben mal gesagt, wir können nicht auf 30 Kinder in der Klasse gleichzeitig eingehen und jedem gerecht werden. Das geht nicht. Parallel dazu müssen ihre Lehrkräfte bildungspolitische Reformen umsetzen und das neben G8, einem straffen Lehrplan, immer heterogenen Lerngruppen. Die Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams und die zum Teil extreme Anzahl an Überstunden machen die Arbeit nicht leichter, ja. Wenn du dann noch ein paar Schüler in der Klasse hast, die respektlos sind, dich beleidigen und sonstiges, boah.
Und wenn wir jetzt mal nur die Schule betrachten, dann ist oft die erste Reaktion der Eltern auf Stress in der Schule dieses: Ach komm, stell dich nicht so an, die Klausur schaffst du doch mit links. Aber mit einer Klausur hat sich eben die Schule nicht getan. Und ja, ein bisschen Nervosität vor einer Klausur ist auch vollkommen normal und bis zu einem gewissen Grad auch gut. Aber in manchen Fällen kann sich auch eine starke Prüfungsangst entwickeln. Ja. Das ist dann eine Angst, die so stark sein kann, dass man einen kompletten Blackout während einer Prüfung bekommt und man gefühlt nicht einmal mehr seinen eigenen Namen richtig schreiben kann. Und wenn ihr davon betroffen sein solltet, dann seid euch sicher, ihr seid damit nicht alleine. Nehmt das ernst und redet mit einer vertrauten Person und oder im Rahmen einer Therapie darüber. Auch unabhängig von VertrauenslehrerInnen oder SchulpsychologInnen. Ihr seid nicht schlechter dadurch als andere. Boah, ein Schulpsychologe ist für mehr als 60.000 Schüler zuständig. Ihr seid auch nur Menschen. Wir gehen 6 bis 8 Stunden am Tag zur Schule. Wir studieren 1 bis 2 Stunden daheim. Lernen. Und wir stehen sehr, sehr früh auf, ja. Ich muss damals um 5.30 Uhr aufstehen. Kann ich schlafen, weil wir gestresst sind und gehen spät schlafen. Fühle ich. Ja, das glaube ich. Oft ist auch das Problem, dass LehrerInnen und auch SchülerInnen selbst erkennen, dass beispielsweise das Gymnasium nicht das Richtige ist. Die Eltern dann aber keinen Wechsel auf beispielsweise die Realschule zulassen wollen, weil alle von der Familie auf einem Gymnasium waren. Das habe ich auch mitbekommen, ich bin auch so froh, dass meine Eltern direkt gesagt haben, hey komm, geh auf die Hauptschule, voll easy. Und ich bin froh, dass ich auf die Hauptschule bin, weil ich war dort eine sehr gute Schülerin. Ich wäre auf der Realschule keine gute Schülerin gewesen und wäre wahrscheinlich sehr schnell frustriert gewesen. Und so war ich eine gute Schülerin auf der Hauptschule und habe dann einfach für mich selbst entschieden, ja, für den Job, den ich machen möchte, muss ich halt studieren, deswegen mache ich weiter oder man macht halt eine Ausbildung danach, was auch viele von meinen Leuten gemacht haben, aber es hat mir einfach den Stress ein bisschen genommen. Und es gibt absolut nichts, wofür ihr euch schämen müsst, Leute. Jetzt sollte man sich aber auch selbst als erwachsene Person ernsthaft mal fragen, ob man vielleicht nur will, dass das Kind gute Noten schreibt, damit man sich vielleicht selbst besser fühlt. Könnte sein. Muss nicht. Ja, habe ich auch schon mitbekommen in meinem Bekanntenkreis, dass ich geschämt worden ist, weil das Kind auf der Hauptschule war. Ich mir auch denke. Oder dass die Mutter sogar selber verheimlicht hat vor ihren Kindern, dass sie auf der Hauptschule war und die Kinder so unter Stress gesetzt hat, dass sie aufs Gymnasium kommen, um selber zu sagen, ich war auch auf dem Gymnasium, bis irgendwann später rauskam, nein, war sie nicht. Wo ich auch denke, so ein Schwachsinn, weil sie Angst hat, dass ihre Kinder dann faul sind. Und wenn du auf die Hauptschule kommst, bist du nicht faul. Das ist so ein Blödsinn. Ist eine Vermutung. Ich denke mir auch immer, jeder braucht halt so seine eigene Zeit. Jeder entwickelt sich anders. Und ich bin sehr froh, dass es bei mir so gelaufen ist, weil ich einfach länger gebraucht habe, um Dinge zu lernen. Und ich habe das Leben noch gar nicht geschnallt. So, deswegen war dieses Tempo für mich okay. Andere sind schneller, können schneller lernen, gehen deswegen aufs Gymnasium und die Realschule. Ich war halt eher langsam und es war okay. Und trotzdem kann man dann studieren, trotzdem kann man weitermachen oder man macht danach eine Ausbildung. Ist doch komplett egal. Hauptsache, ihr seid am Ende damit happy und macht das, was euch glücklich macht und was euch gefällt als Job. Weil, wie gesagt, es bringt nichts, einen Job zu machen, den ein andere auflasten, weil ihr am Ende des Tages jeden Tag diesen Job macht und viele Stunden in der Arbeit verbringt. Also deswegen müsst ihr damit happy sein mit dem, was ihr macht. Aber ich kann mir schon noch sehr gut vorstellen, dass es sehr, sehr schwierig ist, wenn man halt Eltern hat, die das anders sehen oder eben den Druck hat, dass es anders sein muss. Ja, da hatte ich wirklich Glück. Und überhaupt, dieser Druck, der durch Schulnoten entstehen kann, war beispielsweise auch für Maria nicht ohne. Jeder will der Beste sein und jeder muss der Beste sein, sonst kriegst du einfach keine guten Noten. Stress war immer da, also wenn man 3 Arbeiten in der Woche schreibt und dann noch ein Referat, ist halt krass. Die Folgen von Leistungsdruck und Prüfungsangst, wie zum Beispiel Schlafstörungen, Appetitlosigkeit oder Magen-Darm-Probleme, sind ernstzunehmende Warnsignale. Und das sind keine Probleme, die sich die SchülerInnen selbst ausdenken. Welche psychischen Folgen sowas mit sich zieht, sollte in der Gesellschaft viel mehr gehört und ernst genommen werden. Denn Sätze wie Schulstress macht kaputt sind ein erstes Zeichen von psychischen Erkrankungen. Und da geht es nicht nur um SchülerInnen mit schlechten Noten, auch die mit den guten Noten können genauso empfinden. Was Eltern sehen, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was sie nicht sehen. Das haben meine Eltern zum Glück immer gesehen. Oft kann sich der Stress auch demotivierend auswirken und neben den Blackouts während einer Klausur auch zu generellen Lernblockaden führen. Und dann hilft es erst recht nicht, wenn zum Beispiel LehrerInnen noch mehr Druck auf einen ausüben. Why was you crying when the teacher was shout? Warum hast du geweint, dass der Teacher dich angemotzt hat, angeschrien hat? Ich habe mich so gefühlt, als ob ich nicht atmen könnte.
denn dadurch wird man nur noch mehr in einen, im schlimmsten Fall, drohenden Burnout getrieben. Man fängt an, immer wieder Kopf- oder Bauchschmerzen zu bekommen. Essstörungen können sich entwickeln, man ist viel schneller gereizt und nicht einfach nur pubertär. Schläft schlecht, kann sich kaum konzentrieren, schreibt also auch deswegen schneller schlechtere Noten und schon ist man in einem Teufelskreis. Boah, ich weiß noch, als ich einmal, das war so hardcore, zwar in der Fachhochschulreife, weil es halt eben Ausbildung und Schule gleichzeitig waren, die ich diese 3 Stunden hin und zurück Anfahrt hatte. Da habe ich, glaube ich, an einem Tag mal nur 3 Stunden geschlafen und am nächsten einfach die Nacht nochmal durchgemacht, um mein Projekt zu schaffen. Boah, war das hardcore. Und ich war eigentlich echt jemand, der sich in der Zeit schon wirklich diszipliniert hat, rechtzeitig anzufangen zu lernen. Und da habe ich echt gemerkt, boah, ich kann nicht mehr. Ich bin einfach nur dead inside. Und wenn man da nicht rauskommt, kann es zu Depressionen kommen. Dieses Schuljahr war das Schlimmste meines Lebens. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich kann nicht mehr aufpassen, ich kann nicht mehr lernen, ich kann nicht mehr. Bin ich mal echt mal gespannt, was jetzt gerade die reifere Generation dazu sagt, die ja teilweise, also nur die Leute, die der Meinung sind, dass ja die heutige Generation so nichts mehr zu taugen ist und nicht mehr weiß, was Arbeit ist, immer nur Life-Work-Balance. Da bin ich auch sehr gespannt auf Kommentare in der Richtung, wie die Leute das sehen. Oder ob das einfach auch sich wegen der heutigen Social-Media-Sache irgendwie auch so äußert und Corona, also woran liegt das alles? Sprechen Leute jetzt einfach nur mehr darüber, weswegen wir darauf aufmerksam werden? Hat das Schulsystem sich geändert? Ist es der Lehrermangel? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, diese Dinge zu ergründen mit euch. Und dabei ist auch wichtig zu sagen, dass man Depressionen nicht immer direkt erkennt. Es gibt auch die funktionale Depression. Linda Marleen ist Psychologin und hat das ziemlich gut auf TikTok erklärt, woran man eine funktionale Depression erkennen, nicht diagnostizieren, nur erkennen kann. Erstens, du funktionierst. Das heißt, du gehst zur Arbeit, zur Uni, zur Schule. Du schaffst deinen Haushalt und pflegst dich. Aber am Ende des Tages bist du unglaublich erschöpft. Zweitens, du bist sozial und bleibst in Kontakt mit deinen Freunden, aber eigentlich hast du insgesamt Angst, dass du die Spaßbremse bist und dass du die anderen runterziehst. Drittens, du weinst oft grundlos. Viertens, du hast kaum noch positive Gefühle, so wie Glück, Leichtigkeit, Zufriedenheit. Und wenn du es dann doch mal spürst, dann fragst du dich insgeheim, darf ich das überhaupt, bin ich das wert? Fünftens, du fühlst manchmal gar nichts mehr und bist innerlich komplett taub. Dadurch, dass man psychische Erkrankungen nicht sieht, werden sie auch oft nicht ernst genommen. Genau, und auf TikTok auch ganz stark aufpassen, wen man dazu hört, weil ich ja auch gerade am Thema Narzissmus noch dran bin und ich auch gerade durch Social Media einen ganz falschen Blick auf das bekommen habe, was Narzissmus eigentlich ist. Ich habe auch einen ganz lieben Kommentar von jemandem bekommen, der zum Beispiel gesagt hat, dass ein Freund von der Person Narzisst ist und der zum Beispiel auch unter diesem Narzissmus sehr leidet. Die Seite wird auch noch reflektiert. Aber da habe ich auch sehr, sehr viel Fehlinformationen gehört. Deswegen immer gucken, welche Quelle ihr nehmt und diagnostiziert nicht selber anhand des Internets, sondern durch einen Arzt oder durch jemand, der das professionell wirklich macht und anbietet. Es kann schon ein Hinweis sein, aber man sagt ja auch, wenn du krank bist, google nicht. Kann zwar ein Hinweis auf einen Bereich sein, der einen helfen kann, wenn man zu jemandem Professionellen geht, zu sagen, hey, habe ich das, das, das? Aber abklären lassen immer über jemand Professionellen, dass man sich nicht selber irgendwas diagnostiziert. Und das sieht man leider auch oft noch bei SchülerInnen. Mögliche Folgen sind dann, dass depressive Kinder und Jugendliche von den MitschülerInnen nicht verstanden und der tägliche Albtraum morgen in der Schule, ja. Und wirklich so, du gehst aus der Schule raus und heutzutage kommst du nach Hause, setzt dich am PC und es geht online weiter. Furchtbar. Gemobbt werden. Denn auch Schule schwänzen ist oft keine Faulheit. Ja, ja, das war bei mir genauso. Mir wurde damals auch unterstellt, dass ich faul bin. Ich habe gesagt, ich habe einfach nur Angst. Es kann sich eine richtige Schulangst entwickeln. Ja, das muss schrecklich sein, wenn du dein Kind zwingen musst, die Schule zu gehen, was einfach nur Angst hat vor den Lehrern, vor Demütigung, vor Mobbing, vor allem. Es muss so schlimm sein. Oder auch für die Leute selbst. Ich kann es so fühlen. Die in manchen Fällen sogar dazu führt, dass die Schule abgebrochen wird. Ich breche den Kampf jetzt ab. Ich will ihn beenden. Ich muss es beweisen. Was beweisen? Die Frage ist, wie löst man das Problem? Weil Lernen ist wichtig, aber wie löst man es? Ich habe keine Antwort drauf. Dass ich kein Fehler bin. Und dann lässt sich für mich einfach echt nicht mehr nachvollziehen, wie man sowas nicht ernst nehmen kann. Beispielsweise Josef Klaus. Er war jahrelang Schulleiter eines Gymnasiums und war Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Er hat gesagt, dass der Lernstoff dramatisch gesunken sei in den letzten Jahren und immer weniger Kinder sitzen bleiben würden. Sogar die Abi-Noten würden immer besser werden. Ich zitiere, wo bitteschön soll denn da der Stress sein? Es könne sich laut ihm nur um ein sehr subjektives Stresserlebnis handeln. Wo genau der Stress sein soll, die Antwort dazu findet man dann auf TikTok. Alles, was ich sagen will, ist,
ist, sie kümmern sich nicht wirklich um uns. Viele Schüler leiden an Kopfschmerzen. Mehr als 2/3 aller Schulkinder haben regelmäßig Kopfschmerzen. Einen Arzt zu suchen geht auch nur die wenigsten auf. Neurologen warnen vor unkritischen Selbstmedikationen. Aber ist es jetzt ein Phänomen, dass es einfach schon immer so war, nur dadurch, dass die Leute jetzt halt TikTok nutzen, es jetzt erstmal so nach außen getragen wird? Oder was hat sich verändert? Das wird mich voll interessieren. Ist es der Lernstoff? Ist es einfach die heutige Zeit? War es Corona? Was ist es? Vielleicht wisst ihr es ja. Ich weiß es noch nicht, hab's noch nicht ergründet. Aber das würde mich mal interessieren. Sprechen die Leute einfach heutzutage eher darüber oder ist es ja, wie gesagt, wie vorhin schon, wie viele sagen, die heutige Generation, die taugt nichts mehr. Was ist es? Letzteres glaube ich, wie gesagt, nicht. Aber was ist es? Und da schwingt dann noch die Frage mit, wofür macht man das eigentlich? Eine sehr große Kritik bei dem Ganzen ist nämlich, dass wir nur für die Schule und die Klausuren lernen, aber nicht fürs wirkliche Leben. Und dass gerade hier das sogenannte Bulimie-Lernen dafür sorgt, dass man sehr viel von dem, was man gelernt hat, sehr schnell wieder vergisst. Das Wort Bulimie-Lernen ist angelehnt an die Essstörung Bulimie, bei der man große Mengen an Essen zu sich nimmt und dann wieder erbricht. Habe ich noch nie gehört, also Bulimie ja, aber nicht Bulimie lernen. Um nicht zuzunehmen. So geht es beim Bulimie-Lernen darum, dass man in sehr wenig Zeit, meistens kurz vor der Prüfung, ganz viel Stoff auswendig lernt, um das Wissen dann bei der Klausur wieder auszuspucken und das danach alles vergisst. Ja, das ist halt auch so ein Punkt. Natürlich sind das Grundgerüst ist wichtig. Lernen, schreiben, rechnen musst du können. Dinge, die du mehr in deinen Alltag brauchst. Wenn zum Beispiel jemand sich entscheidet, ich möchte Mathematiker werden, Physiker, ich möchte was in die Richtung mit Chemie machen, dass man dann sagt, auf weiterführenden Schulen wird dann genau dieser Schwierigkeit gerade der Fächer angepasst und dass nicht immer alle das lernen müssen, weil wie viel habe ich einfach nur, wie sie sagt, auswendig gelernt, um es dann irgendwie hinzuschreiben und danach zu vergessen. Das ist echt ein guter Punkt. Aber da ist halt die Frage, was würde man dann nehmen als Lernstoff, wo man sagt, das ist wichtig, das muss jeder können und ab hier ist es einfach für Leute, die in dem Bereich was machen wollen, später mal relevant. Schwierige Frage. Das Ziel ist hier also, die Klausur schnell abzuhaken und hinter sich zu bringen. Ja. Das Problem dabei ist, dass beim Bulimie-Lernen oft nur das Kurzzeitgedächtnis aktiviert wird. Damit das Gelernte bis ins Langzeitgedächtnis kommen kann, muss es aber regelmäßig wiederholt werden. Das Bulimie-Lernen gilt also nicht als besonders nachhaltig. Dazu erinnert man sich laut dem Erziehungswissenschaftler André Frank Zimpel vor allem auch an die Emotionen, die man beim Lernen hatte. Nachhaltiges Lernen ist immer mit positiven Emotionen verbunden. Wir erinnern uns dann gern und jedes Erinnern festigt wieder das Gelernte. Dann könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie gern man sich erinnert, wenn das Lernen permanent mit Stress verbunden ist. Wenn man das immer wieder so macht und auch erfolgreich hinbekommt, kann das für eine Kombination aus sehr guten Noten und eher weniger guter Fachkenntnis sorgen. Denn wenn man sich die Fakten drauf schafft, aber die Zusammenhänge nicht versteht, fehlt natürlich einiges. Man merkt bei dieser Lernform, dass die Motivation häufig nicht ist, neue Dinge fürs Leben zu entdecken, sondern irgendwie die Klausur zu bestehen. Besonders bei Kindern ist aber der Spaß an der Sache wichtig. Wenn das Lernen nur ein Krampf ist, bleibt laut dem Hirnforscher Gerald Hüther nichts hängen. Die bloße Anhäufung von Sachwissen reicht nicht, um im Leben neue Herausforderungen anzunehmen und sich Probleme zu stellen. Aber da müsste man das ganze Lernsystem und Schulsystem umkrempeln. Ich glaube, viele Lehrer, und wir hatten auch echt viele, die haben sich so viel Mühe gegeben, den Unterricht so zu gestalten, dass wir wirklich auch was, ich erinnere mich da teilweise wirklich noch an die Hauptschule, an Lernstoff, weil die es so cool aufbereitet haben. Aber da die Lehrer auch immer mehr in Stress kommen, kannst du halt nicht von jedem Lehrer erwarten, dass er da irgendwie zu jedem Thema übelst den krassen Act aufführt und aufbaut und macht. Das heißt, man müsste ja das ganze Schulsystem irgendwie umkrempeln. Das ist halt die Frage, wie macht man das? Auf der anderen Seite kann man natürlich so argumentieren, dass man sagt, ey, ich muss hier eh nur Dinge lernen, die mich nicht interessieren oder die ich in der Praxis gar nicht brauche. Also passe ich mich an, schaffe mir das in kürzester Zeit drauf und habe auch einfach keine andere Wahl, als mich zu fokussieren. Doch genau das ist der Kritikpunkt. Wäre es nicht schön, zu lernen, um zu lernen? Beziehungsweise zu lernen, wie man lernt? Dass das häufig nicht so ist, hat schon vor 2000 Jahren der römische Philosoph Seneca gesagt. Nicht fürs Leben, sondern für die Schule lernen wir. Und selbst ein paar tausend Jahre später hat sich die Kritik am Schulsystem kaum geändert. Vielleicht erinnert ihr euch noch an diesen Tweet von einer Schülerin, der ist vor einer ganzen Weile krass durch die Decke gegangen. Ich bin fast 18 und habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann eine Gedichtsanalyse schreiben. Ja, daran erinnere ich mich. Aber das ist halt genau das, was ich echt super interessant finden wird. Gerade Steuern, Miete, Versicherung. Ich glaube, Bewerbungen lernt man ja, das haben wir auf jeden Fall gelernt, aber gerade sowas fände ich super, super interessant, die Dinge für nach der Schule
ins Leben kommen, Job haben. Aber wie gesagt, da scheiden sich die Geister. Da sagen halt, manche Lehrer ist Aufgabe der Eltern. Und manche Eltern sagen aber, warum lernt man sich in der Schule und streicht dafür eben Gedichtsanalysen. Und sagt halt, für jemand, der Literatur studieren möchte oder was in Literatur machen möchte, der muss Gedichte analysieren. Natürlich muss man das auch mal machen, dass man irgendwelche Bücher oder Geschichten analysiert, aber halt auf einen gewissen Schwierigkeitsgrad dann. In vier Sprachen. Damit hat sie damals für große Diskussionen gesorgt, die auch heute, 8 Jahre später, immer noch Thema sind, wie zum Beispiel dieser Tweet vom Satiriker El Hotzo zeigt. Nichts ist so traurig wie die Beschwerde über unnützen Schulstoff. Warum haben wir Gedichtsanalysen gelernt und keine Steuererklärung? Ja, sorry Bro, dass du nicht direkt zur perfekten Arbeitsmaschine abgerichtet worden bist. Kommt nicht wieder vor, versprochen. Auch wenn ich die Kritik aus dem Tweet der Schülerin sehr gut nachvollziehen kann, muss ich allerdings auch zugeben, dass ich im Schulfach, wie mache ich meine Steuererklärung, wahrscheinlich echt Probleme gehabt hätte aufzupassen, weil das wirklich sehr, sehr, sehr langweilig ist. Ja, das auf jeden Fall. Aber wir hatten ja, glaube ich, auch alle BWL und ich glaube, da hätte man es ganz gut reinbringen können. Ich höre ganz oft den Satz und da könnt ihr mal sagen, was ihr dazu sagt. Ja klar bringen die uns nicht bei, wie man Steuererklärungen macht. Dann wüsste man ja auch, wo man Steuern sparen kann. Weiß nicht, ob das so ist. Könnt ihr mal eure Meinung zu schreiben. Auf jeden Fall sehen wir, dass es hier verschiedene Meinungen gibt. Die einen fühlen sich nach der Schule nicht aufs Leben vorbereitet. Das fände ich halt cool, weil man macht ja öfter Sachen mit Verträge und gerade vielleicht im BWL. Das fände ich cool, wenn man das einfach auch so lernt. Das fände ich gut. Sie finden, dass Mietverträge und gesunde Ernährung auf den Stundenplan gehören und dass man nicht immer davon ausgehen kann, dass die Eltern zu Hause nachhelfen können, wenn das Kind in der Schule nicht alles direkt verstanden hat. Bei mir war es zum Beispiel so, dass meine Eltern aus dem Kosovo hierher geflohen sind und einige Dinge, die deutsche Eltern ihren Kindern easy beigebracht haben, selbst gar nicht wussten. Außerdem ist doch häufig die Frage, warum wir teilweise Dinge lernen sollen, die uns später im Alltag nicht so viel bringen. Wie war ich nur ohne binomische Formeln? Die anderen hingegen finden, dass das nicht die Aufgabe der Schule ist, uns so aufs Leben vorzubereiten. Dass man mit den Deutsch- und Mathekenntnissen aus der Schule in der Lage sein sollte. Ja, ich finde halt, anreißen wäre ja schon mal was. Also wenn man schon mal sagt, die Grund, wie auch beim Lesen, Schreiben, Lernen, dass du das super gut kannst. Aber alles, was dann in die Tiefe geht, musst du dir selber beibringen. Aber überhaupt, dass man mal das Grundgerüst versteht. Formulare zu verstehen und Lesen, Schreiben und Rechnen definitiv Skills sind, die man im Leben braucht. Dass viel Learning by Doing ist und dabei auch Scheitern im Leben dazugehört. Hier wird also mehr auf Eigenverantwortung gesetzt. Der Bildungs- und Wissenschaftsjournalist Armin Himmelrath sagt beispielsweise, dass es gar nicht der Anspruch der Schule sei, dass man 1:1 eine Art Berufs- oder Lebensausbildung macht. Er sagt, dass Schule uns nicht alles beibringen soll und auch nicht kann, was wir für das Leben und den Job brauchen. Es ginge eher um eine Balance zwischen allgemeiner Bildung und dem, was man dann tatsächlich im Alltag umsetzen kann. Maria hat für sich auch gemerkt, wo die Schule ihren Platz für die Vorbereitung aufs Leben für sie hat. Die Schule ist wirklich ganz unten mit diesem, wie bereite ich mich auf das Leben vor. Sie stellt halt nur so die Grundsachen dar. Das ist ja jetzt nicht so, dass du die ganze Zeit weißt, was du machen willst und deswegen kann dich die Schule auf irgendwas vorbereiten, sondern die Schule zeigt dir einfach die verschiedenen Richtungen und dann kannst du dich darauf erstmal vorbereiten. Und dennoch ist die Kritik am deutschen Schulsystem berechtigterweise groß. The most depressed person I've ever met, and excuse me for saying this, but I think you need professional help. Veraltete Lehrmethoden, soziale Ungleichheit. Ja, ist auch so ein Streitthema. Noten ja oder nein. Bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Habe ich auch ehrlich gesagt keine Lösung für, weil ich mir denke, ich glaube, ich wäre die Kandidatin gewesen und ich sage jetzt, wie es ist. Ich glaube, ich hätte mich übel drauf ausgeruht, wenn es keine Noten geben würde. Ich glaube, ich wäre so ein Mensch gewesen, der gesagt hätte, na, warum soll ich mich noch anstrengen? Ich werde ja nicht benotet. Und gerade zum Beispiel in der Fachhochschulreife bin ich von einer 4 auf eine 2 in Mathe gekommen, weil ich wusste, ich brauche diese Note und diese Anstrengung, diesen Akt hätte ich niemals gemacht, hätte ich gewusst, dass es keine Noten gibt. Aber klar, der Druck war da. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Ich habe keine Antwort dafür, ob das gut ist oder nicht. Ich weiß nur, dass ich, glaube ich, jemand gewesen wäre, der gesagt hätte, geil, keine Noten. Was hat der Lehrer gerade gesagt? Was total dumm von mir ist, weil am Ende bin ich selbst verantwortlich dafür, dass ich etwas lerne oder nicht. Aber ich glaube, mein damaliges Ich. Aber ich kann auch verstehen, beispielsweise meine gute Freundin, die übelst den Stress durch diese Kacknoten hatte, der hätte das gut getan, weil die ist ein Mensch, die hätte auch so viel gelernt. Schwierig. Vielleicht hätte es dann für Faulenzer wie mich Noten geben müssen und für die, die sowieso schon fleißig sind, keine. Ich weiß
Ich weiß es nicht. Ein unfaires Notensystem, fehlende Digitalisierung und überhaupt die Aufteilung der verschiedenen Schulformen stehen in der Kritik. Simplicissimus hat dazu auch ein sehr ausführliches Video gemacht, was ich euch wärmstens empfehlen kann. Boah, das muss ich mir mal anschauen, das sieht spannend aus. Bei all der Kritik an den Lerninhalten und dem, was Leistungsdruck in der Schule psychisch mit einem machen kann, ist es umso interessanter zu schauen, was eigentlich schon für besondere Fächer neben Mathe und Deutsch unterrichtet werden und was für alternative Ansätze es gibt. Mich würde mal mega interessieren, welche Fächer ihr euch so in der Schule gewünscht hättet. Haut's mal gerne in die Kommentare. Welche Fächer? Ich glaube, wenn ich jetzt noch Fächer hinzufügen könnte, was ich muss sagen, was ich echt mag, einmal, das finde ich an Amerika cool, dass es Kurse gibt. Ich weiß nicht, ob es bei euch in der Schule auch so ist, dass es einen Theaterkurs gibt, dass es zum Beispiel so einen Nerdclub gibt, dass es aber auch Sportclubs gibt und dass man da die Schüler wirklich in ihren Stärken supportet. Das finde ich zum Beispiel ganz nice, dass du quasi die Stärken der Schüler kennst und sie gehen quasi in die Kurse rein und werden dort nochmal, haben einen viel härteren Fokus auf das, was sie gut können, um ihnen einfach auch ein Gefühl zu geben, da bist du gut drin, da stärken wir dich jetzt. Und ich würde halt, wie gesagt, so Sachen wie, so, Leute, Szenario, wir kommen aus der Schule, was macht ihr? Ihr wollt eine Wohnung, okay, das und das, da müsst ihr drauf achten, so und so. Ausbildung, okay, so und so. Ausbildung schreiben, Bewerbung schreiben lernt man sowieso. Steuererklärung musst du auch machen. Dein Auto musst du anmelden. Einfach nur mal so ein Crashkurs, das erwartet dich alles. Hier, nimm alles mit. Und den Rest musst du selber machen. Weil, wir müssen auch sagen, nicht jeder hat den Luxus, dass man eine Familie hat, die einen bei allem unterstützt. Oder eben auch einfach das Ganze, wenn man beispielsweise eine Freundin von mir, wo die Eltern kein Deutsch konnten, das haben wir denen halt dann alles. Meine Eltern haben das ihr dann quasi alles erklärt, weil wenn die Eltern halt kein Deutsch können, alles Dinge, die man beachten muss, dann kann man nämlich am Ende immer sagen, hey, wir haben hier diesen Crashkurs gemacht, so funktioniert das. Aber sagt mir mal gern eure Meinung. Ich bin da nicht drin im Schulsystem. Ich kann das nicht beurteilen, wie es gerade für die Lehrer ist, wie es für die Schüler ist. Wahrscheinlich geben die jetzt 10.000 Gegenargumente, warum gewisse Dinge nicht gehen. Ist nur ein Gedankengang. Einfach, was ich mir sehr, sehr gerne in der Schule gewünscht hätte, wäre, glaube ich, Selbstreflexion. Dass man sich mit Psychologie auseinandersetzt, lernt, menschliche Verhaltensmuster zu verstehen und Glaubenssätze beleuchtet. Im Prinzip einfach, dass einen in der Zeit der Pubertät näher zu sich bringt und hilft, sich selbst besser zu verstehen. Und was ich auch mega wichtig gefunden hätte, Ernährung und Fitness. Wie decke ich meine Nährstoffe? Wie entwickle ich ein gesundes Essverhalten? Was braucht mein Körper? Da habe ich nichts von gelernt. Nix. Fitness gab es noch im Sportunterricht, wenn man Völkerball spielen musste und immer irgendwelche Bälle in die Fresse bekommen hat. Ja, das hat mich fürs Leben auf jeden Fall geprägt. Ich hab mehrfach Bälle an die Schädel bekommen und hat mir nicht gut getan. Ich glaube, einmal hatte ich sogar eine Gehirnerschütterung. Oder einfach, wo man alles zu Finanzen lernt. Wie man mit Geld umgeht und wie man investiert. Klar, das sind alles Dinge, die man sich selbst draufschaffen kann mit eigener Weiterbildung. Damit habe ich in der Uni-Zeit übrigens auch selbst angefangen. Aber überlegt euch mal, was das für ein Game-Changer wäre, wenn man sowas schon in der Schule lernt. Ja, einfach mal anreißen, so einfach sagen, da gibt es jetzt halt einen Kurs und den machen wir. Das finde ich echt cool. Damals wusste ich nichts zu diesen Themen, dass es überhaupt eigene große Themenfelder sind. Und wie gesagt, man kann nicht immer davon ausgehen, dass die Eltern einem das alles beibringen können, geschweige denn überhaupt das Privileg hatten, das selbst zu lernen. Ja, eben genau darum geht's. Wenn beispielsweise nicht genug Geld da ist und das Wissen zu Finanzen fehlt oder aber die Sprachkenntnisse auf einem ganz anderen Stand sind. Das Coole ist, tatsächlich gibt es schon einige Schulen in Deutschland, die im Stundenplan nicht nur Physik und Englisch stehen haben. Es gibt beispielsweise das Schulfach Glück. Das wird in ca. 40 Schulen in Deutschland unterrichtet. Meine war leider nicht dabei. Das Ziel des Fachs sind Zufriedenheit und Lebenskompetenz. Oh, das ist doch süß. Dazu zählen dann Sinnfindung, Geborgenheit, soziale Beziehungen, selbstbestimmtes Handeln, Selbstakzeptanz, Umweltbewältigung und die persönliche Weiterentwicklung. Das ist cute. Also ihr könnt ja mal, wie gesagt, gern sagen, was ihr zum Beispiel für Fächer habt in den Schulen, die ihr mich mega toll findet. Auch an die Lehrer und Lehrerinnen hier gern oder an die Eltern, wenn beispielsweise eure Kinder tolle Fächer lernen. Da bin ich natürlich nicht drin. Das schreibt ihr gerne in die Kommentare. Da freue ich mich schon durchzuschauen, was ihr da so sagt. Oder das Fach Alltagskompetenzen. Das wird bisher nur in Bayern unterrichtet. Oh ja, Haushaltsführung hatten wir und wir hatten Kochen und das sind die Kurse, da habe ich am meisten mitgenommen. Wirklich, das war so cool. Und Inhalte sind neben Ernährung und Gesundheit auch Umwelt- und Verbraucherverhalten. Da gibt es weltweit wirklich mega coole und interessante Fächer. Überlebenstraining und Auto-Education in Australien, Neuseeland und Kanada oder Glück und Meditation in Bhutan und Indien. Das Ach, süß. Soll einfach zeigen, es gibt Fächer, die
weitergehen als die bekannten Standardfächer und wie cool wäre es erst, wenn die dann irgendwann auch einfach Standard sind. Ja. Oder aber das Schulsystem in Ländern wie Finnland, wo die Schultage kurz sind, es viele Pausen gibt, in denen Kinder draußen spielen können und freie Nachmittage mit wenig bis gar keinen Hausaufgaben, um Hobbys nachzugehen oder sich mit Freundinnen zu treffen. Immer mehr Eltern schauen nach Alternativen zu einer durchgetakteten Kindheit und dem System, wie wir es kennen. Die Zahl von Waldorfschulen, in denen es keine Noten und kein Sitzenbleiben gibt, nimmt beispielsweise zu. Auch die Montessori-Pädagogik, die ebenfalls auf Noten verzichtet und für Freiarbeit ist, ist immer beliebter geworden. Alternativen und Lösungen existieren also. Wir lassen kein "Das haben wir schon immer so gemacht" mehr gelten. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Das scheint heute leider noch oft genug die Devise zu sein. Ich meine, wenn dann LehrerInnen in den Augen mancher zu gute Noten vergeben, dann passiert das. Wir werden genötigt, Versager zu produzieren. Grundschullehrerin Sabine wurde strafversetzt, weil der Notendurchschnitt ihrer Klasse zu gut war. Jetzt kämpft sie für ein gerechtes Schulsystem ohne Noten, riskiert aber ihren Job. Nicht zu viele Einsen, bitte. Boah. Worauf wir uns hoffentlich einigen können, dass es sehr viele Probleme in unserem Schulsystem gibt und das zahlreiche SchülerInnen psychisch extrem belastet. Ja, nicht nur Schulen machen Kinder krank und nicht nur der Leistungsdruck ist dafür verantwortlich, dass es zu Depressionen kommen kann. Aber die Mischung aus all diesen Punkten, die Teil dieses Videos waren, können gemeinsam definitiv dazu beitragen. Schulen sollten nicht einfach nur darauf aus sein, den Kindern und Jugendlichen das bestmögliche Allgemeinwissen mit auf den Weg zu geben, sondern vielmehr auch darauf achten, dass man lernt, wie man selbstständig, kritikfähig, wertebewusst und verantwortungsvoll wird. Und mit selbstständig ist nicht gemeint, dass man alleine ein Gedicht analysieren kann, sondern wie man seine soziale Seite stärkt und vor allem seine Stärken lernt einzusetzen. Wir sind in einer Leistungsgesellschaft. Unser System ist also darauf ausgelegt, dass SchülerInnen den Fokus sehr stark auf sich selbst richten und die Besten sein sollen. Gleichzeitig sollen sie aber teamfähig sein und miteinander kooperieren. Doch wenn sie sich zum Beispiel zu Hause um die Geschwister kümmern oder für ein pflegebedürftiges Familienmitglied da sind, beachten wir das zum Beispiel gar nicht. Ja, das, oh Gott, meine Lehrerin hat mal so, das fand ich so krass. Das fand ich aber auch stark von ihr. Ich sag auch immer, wenn ihr jemanden in der Schule habt, der irgendwie seltsam rüberkommt oder sonstiges, lasst die Menschen in Ruhe. Ihr wisst nie, was die Menschen zu Hause durchmachen. Ey, was Kinder zu Hause mitmachen und ihr einfach keine Ahnung habt und dann werden die in der Schule noch dafür gemobbt, weil sie anders oder komisch sind. Lasst die Leute in Ruhe. Unsere Lehrerin hat nämlich damals, da wurde ein Mädchen immer geärgert und die wurde dann versetzt und dann kam am nächsten Tag die Lehrerin rein und hat halt gesagt, ja, die wurde jetzt versetzt und hat die Lehrerin gläserige Augen bekommen und hat dann eben gesagt, dass man halt, dass wir überhaupt keine Ahnung haben, was dieses Mädchen eigentlich durchgemacht hat und dass sie hat halt in der Allgemeinheit gesprochen. Es waren im Prinzip nur 3, 4, die sie halt fertig gemacht haben und dass wir uns alle schämen sollten. Und später kam raus, dass die halt täglichen Missbrauch zu Hause erlebt hat und die wurde immer dafür geärgert, dass sie sich halt nicht wäscht und stinkt. Jetzt weiß ich heute warum. Das tut mir so im Herzen weh und deswegen, ihr wisst nicht, Menschen zu Hause durchmachen und was Menschen erleben. Deswegen, nehmt einander Acht, lasst einfach Leute in Ruhe. Und wenn ihr sie komisch findet, dann lasst sie einfach in Ruhe. Macht es ihnen doch nicht noch schwerer, als sie es vielleicht eh schon haben. Das ist eine ganz, ganz wichtige Message. Das hat mich damals richtig geschockt. Don't do it! Deshalb sollten wir uns langsam, aber sicher fragen, welche Leistungen erkennen wir an und ist das noch zeitgemäß? Und auch Eltern sollten sich fragen, ob eine schlechte Note wirklich so schlimm ist. Es gibt tatsächlich wichtigere Dinge als Schule. Immerhin sind Noten nicht mehr ganz so ausschlaggebend für die Zukunft wie früher. Es gibt so viele andere Wege als das Abitur, um beispielsweise zu studieren. Und man muss auch nicht unbedingt studieren. Viele Eltern haben halt noch dieses alte Schema. Ja, also ich muss euch auch sagen, man kann auch Dinge totstudieren. Also manchmal denke ich mir, ich habe zum Beispiel nur meinen Master gemacht, weil ich wusste, dass ich dadurch dann mal später im Job deutlich mehr verdienen werde, weil das, was ich mit dem Bachelor damals in dem Bereich verdient hätte, wäre schwierig gewesen, auch mit den heutigen Mieten hier in Stuttgart, nicht so einfach, sich überhaupt was mieten zu können. Und ich habe gesagt, gut, dann mache ich jetzt noch einfach den Master, nur weil ich dann durch den Master mehr verdiene. Und wir haben im Master nicht mal viel coole Sachen gelernt. Total Banane. Deswegen sage ich auch immer, so diese ganzen coolen Jobs, gerade auch handwerkliche Berufe. Ich mache jetzt eine Ausbildung als Tischler, als Schreiner, als Elektroniker, irgendwas und dann
gehe ich da ab und dann bemühe ich mich und mache vielleicht irgendwann meine eigene Firma ab. So Jobs zum Beispiel, weil Leute immer drin haben, man muss ja studiert haben. Leute legen so viel Wert auf das Kackstudium, wo ich sage, ey, ich habe studiert und ich kann weniger als Leute, die nicht studiert haben. Sag, wie es ist. Gilt nicht für alle, aber für manche. Studium ist nicht alles. Wenn ihr Bock habt, nach der Schule eine Ausbildung zu machen, dann macht es und rockt es. Es wird cool. Thema im Kopf. Und ich sage jetzt nicht, ey, lasst uns jetzt einfach alle schlechte Noten schreiben und die Schule schwänzen. Aber so wie es jetzt ist, kann es ja anscheinend nicht der beste Weg sein, wenn es so vielen SchülerInnen so schlecht geht und sie sich permanent so krasse Gedanken und Sorgen darüber machen, was passieren wird, wenn sie diese eine Prüfung nicht schaffen. Es wäre so schön, dass sowas in Zukunft einfach nicht mehr als Normalität empfunden wird. Ja, und vor allem auch für mich zum Beispiel, die halt übelst die Rechtschreibschwäche hatte und wusste, ich muss in Deutsch unbedingt die 2 bekommen, sonst kann ich niemals das studieren, was ich möchte. Das ist dann von sowas abhängig gemacht wird. Das finde ich halt, ach, das finde ich so anstrengend. Danke an Brust raus. Ich mag eure Videos sehr. Die sind sehr schön recherchiert. Ihr macht es ganz, ganz toll. Deswegen lasst ganz viel Liebe bei denen da. Daumen nach oben und ein Abo. Und schreibt mir eure ganzen Gedanken in die Kommentare. Ich glaube, das wird für viel Diskussion sorgen. Ich bin mega gespannt. Ich wollte nämlich mal generell zum Schulthema auch mal ein Video machen. Auch zu meiner Zeit, meine Gedanken. Vielleicht ist das mal eine coole Anregung, wenn ich gerade merke, boah, da gibt es die Seite und die Seite. Das mal ein bisschen zu konfrontieren. Hätte ich Bock drauf. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Ich freue mich auf Respekt. Volle Diskussionen.